Das solltest du beachten, wenn du als Handwerker einen zweiten, dritten oder vierten Betrieb aufmachen möchtest. Das werden wir uns heute anschauen, das Thema. Wenn du darauf Lust hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico Becker. Ich habe mir heute den Sahad Sharma an meine Seite geholt. Und wir werden heute über ein Thema sprechen, das ist ja extrem komplex, könnte man wahrscheinlich mehrere Stunden zu füllen. Wollen wir heute gar nicht so tief einsteigen, aber es soll darum gehen, worauf solltest du achten und wann sollte man einen zweiten Betrieb gründen? Was ist damit überhaupt gemeint? Wir haben immer mal wieder Kunden von uns, die, ich sage jetzt mal, im Fensterbereich unterwegs sind und dann irgendwann sagen, okay, wir wollen jetzt noch was in dem und dem Bereich machen und dann bauen wir jetzt eine zweite Firma auf, so ungefähr. Und grundsätzlich ist der Gedanke ja nachvollziehbar und ich würde auch eigentlich nie was gegen sagen. Aber aus unserer Perspektive gibt es so ein paar Bedingungen, an die das Ganze geknüpft ist. Und ich will eigentlich erstmal darauf eingehen, warum ist es gar nicht so sinnvoll oder was sollte man auf jeden Fall beachten, wenn man eben seinen zweiten Betrieb da aufmacht. Und für mich ist eine Sache ganz entscheidend bei der ganzen Thematik. Und zwar sollte diese Gründung jetzt nicht aus dem Gedanken entstehen, dass eine Sache vielleicht nicht so läuft und eine andere Sache besser funktioniert, sondern sie sollte nur den Zweck haben, dass man eine Sache, die man sowieso schon gut macht, noch besser machen kann oder in einer noch größeren Tragweite. War jetzt ein bisschen kryptisch formuliert, was meine ich damit? Wir haben, wie gesagt, immer mal wieder Partner, die machen zum Beispiel Fenster. Oder jetzt Live-Beispiel aus dem letzten Jahr hatte ich einen Kunden, der hat Terrassendächer gemacht. So, und der hat dann gesagt, okay, irgendwie springen wir gerade die Kunden ab, weil Photovoltaik viel, viel besser funktioniert. So, zack, Unternehmen wurde mehr oder weniger eingestampft, PV-Unternehmen wurde gegründet und dann wurde da halt weitergemacht. Was ist jetzt das Schwierige an der ganzen Geschichte? Also man spricht im Englischen immer von sogenannten Shiny Objects, also glänzende Objekte, wenn man es jetzt so möchte. Und das ist immer wie so eine Falle. Also man hat ja immer das Gefühl, okay, ich mache jetzt vielleicht diese eine Sache, aber irgendwas anderes funktioniert gerade besser. So, und dann ist man vielleicht gewillt oder dann besteht die Versuchung zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach das. Und von mir aus nach einem Jahr läuft Photovoltaik dann auch nicht mehr so und dann mache ich vielleicht jetzt was anderes, weil der Markt sich da einfach super schnell entwickelt gerade. So, und davon würde ich natürlich abraten. Also eine zweite Betriebsgründung aus diesem Grund würde ich in jedem Fall vermeiden wollen, weil ein Markt, also man kann in jedem Markt Geld verdienen, da sind wir hier fest überzeugt von. Natürlich gibt es Phasen, da funktioniert das mal besser, mal schlechter. Natürlich ist eine Nachfrage mal höher oder mal weniger hoch. Aber wenn du es jetzt nicht schaffst, sozusagen in deinem einen Markt Fuß zu fassen und da den notwendigen Umsatz zu machen, dann stehen die Chancen einfach relativ hoch. Da muss man hart und klar sein, dass es in der anderen Sparte auch nicht langfristig funktioniert. Vielleicht das halbe Jahr oder das eine Jahr, wo du vielleicht da gerade einen Hype hast. Aber deswegen zu sagen, ich gründe jetzt ein zweites Unternehmen, macht halt aus unserer Perspektive nicht so wirklich Sinn, weil es muss erst eine Sache funktionieren, damit man die andere Sache halt wirklich sorgenfrei machen kann. Und das ist auch der zweite Punkt, den ich da mitgeben möchte. Du darfst auf jeden Fall nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Also eine zweite Betriebsgründung sollte eigentlich erst wirklich in Frage kommen, wenn du zu 99,9% in deinem eigenen Betrieb aktuell nicht mehr involviert bist. Wenn du da wirklich sagst, okay, das läuft voll automatisiert, so wie ich mir das vorstelle. Auch dann könnte man die Frage eigentlich eher anführen, okay, versucht die eine Sache, die eh schon funktioniert, größer zu machen. Aber wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht in Frage kommt und man sagt, okay, ich möchte jetzt aber das zweite Unternehmen gründen, dann darf da in Zukunft nicht mehr so viel Zeit in das erste Unternehmen reinfließen. Das muss einfach bewusst sein, dass man weiß, warum tue ich das überhaupt? Also es gibt so ein paar Gründe, die vielleicht dafür sprechen, ein zweites Unternehmen zu gründen. Da sagt der Kollege gleich noch ein bisschen mehr zu. Aber für mich ist erstmal wichtig, dass wenn du mit diesem Gedanken spielst, hinterfrag wirklich mal bei dir die Beweggründe, warum ist das so? Habe ich jetzt vielleicht das Gefühl, dass in einem anderen Markt einfach die Umstände besser sind, als jetzt in dem Markt, wo ich gerade selber unterwegs bin? Das ist meiner Meinung nach ein Trugschluss. Und will ich das wirklich machen? Will ich da in Zukunft die Zeit rein investieren? Kann ich das anhand meiner eigenen Auslastung in dem aktuellen Betrieb gerade überhaupt darstellen? Und wenn du dann für dich den Entschluss gefasst hast, dass du einen zweiten Betrieb gründen möchtest, dann gibt es aus unserer Perspektive da noch ein paar Sachen, die du auf jeden Fall beachten solltest. Aber wie gesagt, da wird der Kollege jetzt ein bisschen mehr zu sagen. Ja, ganz wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Wenn du trotzdem den Gedanken hast, einen zweiten Betrieb zu öffnen, dann solltest du dir ja bei einigen Sachen einfach erstmal Gedanken machen. Ich glaube, das Wichtigste ist, Ressourcen unterschätzen. Also man macht einen zweiten Betrieb auf, das heißt, man braucht meistens einen zweiten Standort, man braucht, bleiben wir mal bei dem Vergleich Terrassenüberdachung, man braucht ein neues Montageteam, man braucht Ersatz fürs Montageteam, weil auch dort gibt es Krankheitsfälle. Man muss den Markt kennen, man muss die Situation in dem Ort kennen und das muss man einfach beachten. Also man sollte, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt einen zweiten Betrieb auf, versuchen, wie der Nico schon angeteased hat, so nah wie möglich an der eigenen Branche zu bleiben.
Also ich, du hast da einen guten Vergleich gebracht, wenn du jetzt Fenster verkaufst und jetzt Terrassenüberdachung, bleibst du zumindest ähnlich. Was ich noch mehr empfehlen würde, ist natürlich direkt bei deinem Kernprodukt zu bleiben und natürlich auch vorher sich noch weiter Gedanken zu machen. Natürlich noch, wieder auf Ressourcen bezogen. Es braucht neues Marketingbudget. Du brauchst im Büro noch jemanden. Du brauchst neue Werkzeuge. Also auch das Thema Budget allgemein ist natürlich immer relevant. Und diese ganzen Gedanken zu machen vorher schon und da auch eine Kalkulation zu machen, ab wann macht das wirtschaftlich für mich Sinn? Und diese ganzen Gedankenspiele vorher müssen alle schon klar sein und auch natürlich, das Wichtigste vielleicht, was passiert im Worst-Case-Fall? Also was passiert, wenn alle Stricke reißen? Kann ich das Unternehmen einfach wieder abmelden, einfach wieder zurück zum Anfang sozusagen? Wie groß ist der Schaden? Und diese ganzen Punkte muss man einfach vorher einmal sich visualisieren, klar machen und dann kann man diesen Schritt gehen. Was noch zu empfehlen ist, ist natürlich, warum wir sagen, ihr solltet bei einer ähnlichen Branche bleiben, ist natürlich der Einkauf. Was natürlich viele große Firmen sich zu Vorteil machen, ist natürlich, dass sie durch größere Bestellungen oder größere Bestellmengen einen günstigeren Einkauf haben. Das stimmt, das sind die Vorteile, die man daraus ziehen kann. Hier auch wieder direkt den Nachteil nennen, das kann aber auch dazu führen, dass du zu viel bestellst und dann die Ware nicht abbekommst. Sozusagen runterbekommst oder abgesetzt bekommst, besser gesagt. So, genau, was noch zu empfehlen ist, wenn man vielleicht einen zweiten Standpunkt aufmacht, ist, dass man nicht denkt, okay, ich habe diesen Ruf jetzt von Standort A und jetzt mache ich Standort B auf und es läuft direkt genauso. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen, deswegen würden wir auf jeden Fall empfehlen, mit einer Art Aktion oder sowas zu starten, sei es eine Neueröffnung oder eine, ja, auf jeden Fall eine Aktion erstmal, dass die Leute in der neuen Region auch erstmal einen Anreiz haben, zu dir zu kommen. Weil dein Name kann sein, dass er sehr bekannt ist. Das ist aber bei, ja, ich sag mal so, es gibt ja Unternehmen, die sind deutschlandweit aktiv, so wie jetzt zum Beispiel Solarlux. Wenn die jetzt noch einen Standort aufmachen, ist das was anderes. Aber du als mittelständiges Unternehmen, das ist ja meistens so, dass du in eine neue Region kommst und der Name generell erstmal unbekannt ist. Ja, ich habe auch ein Fallbeispiel von einem unserer Partner, der ist in Mecklenburg zu Hause, dort sehr, sehr regional bekannt und wollte dann halt seine Region ausweiten nach NRW und hat dann gemerkt, dass es gar nicht so gekommen ist, wie er sich das vorgestellt hat, weil er da, also sein Name war Programm und hier in NRW war auf einmal gar nichts mehr Programm und er musste das komplette Branding nochmal umändern, weil es passte nicht das, was man halt, die Slogans, die Art und Weise des Marketings, das hat alles nicht mehr zusammen harmoniert und jetzt hast du auf einmal vom Gedankengang hast du da auf einmal zwei komplett verschiedene Firmen und nicht mehr das gleiche. Und da wären wir wieder beim Thema, was Nico vorher gesagt hat. Und das ist auch das, was ich ja anfangs meinte mit den Ressourcen. Weil jetzt brauchst du wieder komplett eine Marketingstrategie, eine Abteilung und so weiter und so fort. Und ja, das wollten wir dir eigentlich nur mitgeben, dass man da halt vorsichtig sein soll. Du merkst schon, wir sind vielleicht ein bisschen übervorsichtig, aber man sollte sich einfach klar bewusst sein, wann man diesen Schritt geht. Genau, also ich glaube, die Grundbotschaft ist klar, wenn du mit diesem Gedanken spielst, überleg dir wirklich bis zum Ende, ob es nicht alternative Möglichkeiten gibt, das, was du aktuell eh schon tust, vielleicht einfach besser und größer zu machen. Und dann würde ich diese, wie gesagt, zweite Betriebsgründung da irgendwo als untere Alternative mit aufhören. Aber wie gesagt, kann man noch viel, viel mehr zu sagen. Wir wollen dir hiermit schon mal einen Denkanstoß mitgeben. Wenn dir das gefallen hat, wie gesagt, lass uns gerne ein Like da und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.